Mailand ist nicht nur die Stadt der Mode und des Designs, auch Autoliebhaber kommen auf ihre Kosten. Wonach man sich in Deutschland noch sehnt, dass wieder Oldtimer-Messen stattfinden, war in Mailand schon Realität. Vom 1. bis 3. Oktober fand in der Fiera Milano Ro die 11. Ausgabe der Autoklassiker statt. Der Andrang war groß und die Sicherheitskontrollen im Zusammenhang mit Covid ebenfalls. Doch 71.600 Besucher nahmen Fiebermessen, Greenpass und den Messebesuch in den Hallen mit durchgehendem Tragen der Masken in Kauf. In Italien hat man eben Benzin im Blut und das Herz blubbert im klassischen Motortakt. Zum 4. Mal in Folge war die Mailänder Autoklassiker Partner von Retro Classics. Ein Stand mit mehreren automobilen Schätzen war dieser Partnerschaft in der Halle 13 gewidmet und machte Lust auf die kommende Retro Classics Bavaria in Nürnberg. In Mailand waren auf der Fiera Milano Ro die Messehallen 13 und 15 während Autoklassiker mit Oldtimern und was noch dazu gehört belegt. Während der drei Messetage wurde auch hier die Brücke von der Historie zu Neuwagen geschlagen, wie es auch bei anderen Klassikermessen inzwischen üblich geworden ist, sofern sie denn stattfinden dürfen. Den größten Andrang erlebte die Messe am Samstag, denn am Nachmittag fand die Wannemess-Auktion statt, bei der einige ganz besondere Automobile versteigert wurden. Ein Highlight in der Auktion war der Fiat 509 S Zagato, der für 178.205 Euro unter den Hammer kam. Auf der Autoklassiker waren nur vereinzelt Vorkriegsklassiker zu sehen, dafür aber immer mehr jüngere Fahrzeuge. Einen großen Auftritt hatte die Sondershow zum 50-jährigen Jubiläum des Lamborghini Countach. Auf der Sonderschaufläche waren unterschiedlichste Modelle des Meisterwerks von Marcello Gandini zu sehen. Highlights unter anderem waren die LP400 und auch LP400S Modelle, die gleich in unterschiedlichsten Ausführungen präsentiert wurden. Darunter auch ein sehr seltener LP400 Periscopio. Der italienische Oldtimerverband ASI widmete seinen Stand einem großen italienischen Automobildesigner, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, Giovanni Michelotti. Neben einigen Vorträgen von dem Sohn Egardo Michelotti konnte man auf dem Stand vier bedeutende Automobile bestaunen, die aus Michelottis Feder sind, wie zum Beispiel den BMW 1600. Gleich daneben stand der Fiat 600 mit einer auffälligen Sonderkarosserie von Michelotti. Seiner Zeit weit voraus war der MGTD mit einer Sonderkarosserie. Den krönenden Abschluss bildete Maserati mit einer Karosserie von Vignale, gezeichnet von Michelotti. Natürlich durfte die italienische Automobilgeschichte nicht fehlen und so präsentierte ein Verein den 1948er Fiat 2800 Torpedo, von dem nur vier Exemplare gebaut wurden. Das Fahrzeug wurde als Staatslimousine vom damaligen Innenminister Italiens verwendet. Das Fahrzeug wird noch heute von der Fondazione Fiera Milano als repräsentatives Fahrzeug eingesetzt. Großer Andrang herrschte auch beim Stand des Ferrari-Museums. Neben dem Ferrari 275 GTB 4 hatte das Museum einen originalen Formel-1-Rennwagen auf die Messe gebracht. Italienische Rennlegenden fingen die Blicke der Besucher gleich am Eingang ein. Darunter der 92 PS starke Oscar MT4 von 1952. Dieser Rennwagen wurde 1954 und 1955 erfolgreich vom Rennfahrer Bruno Cavazzoli in der Klasse Sport 1100 auf der Mille Miglia gefahren. Daneben stand der gelbe Ferrari 750 Monza von 1955. Mit einer Sonderkarosserie von Scaglietti. Den Abschluss bildete der Maserati 200S von 1956.
Am Stand von Classic Car Charter waren ebenfalls italienische Rennfahrzeuge mit großer Renngeschichte zu sehen. Darunter Modelle von Oscar, Moretti, Sisitalia, Fiat und anderen italienischen Marken. Viele dieser Modelle sind vor allem bei der Mille Miglia eingesetzt worden. Einen sehr großen Bereich nahmen die Händler- und Privatmarktfahrzeuge ein. Auch hier waren zwischendrin immer wieder echte Raritäten zu entdecken, wie zum Beispiel der Fiat 500 mit Superleggera-Karosserie. Natürlich überwogen die italienischen Marken wie Alfa Romeo, Lancia und Fiat, aber auch deutsche Marken waren zu finden. Deutlich voran die Marke Porsche. Dazwischen waren aber auch DKW und ein Trabant zu finden. Manche Hersteller nutzten die Möglichkeit und präsentierten auch ihre neuesten Modelle auf dem Stand, wie zum Beispiel die Marke Porsche.